Die Berichtssaison in den USA geht in die nächste Runde. Nach den Banken, wir haben in der Vorwoche bereits darüber gesprochen, haben nun einige Tech-Werte nachgelegt und die Zahlen können sich durchaus sehen lassen. Wie sie konkret ausgefallen sind, das wollen wir heute einmal mehr erklären mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, IBM kam in dieser Woche. Erstmal hieß es, man muss schon wieder einen Umsatzrückgang hinnehmen, IBM weiterhin auf Schrumpfkurve auch zu lesen. Dabei, der Gewinn, der kann sich mehr als sehen lassen. Absolut, Thomas. Der Gewinn, der kann sich mehr als sehen lassen, wenn man die absoluten Zahlen sieht, was hier Big Blue an den Tag legt. Das ist nicht schlecht, was die Umsatzrendite angeht. Natürlich, wir haben weiterhin ein minimales einen Umsatzrückgang gesehen, der x-te in Folge. Daran hat sich die Börse scheinbar schon gewöhnt. Und wie viele Analysten auch gesagt haben, das Stöckchen, über das IBM springen musste, es lag wirklich tief. Aber dieses Stöckchen haben sie locker übersprungen. Und wenn man sich die Kursreaktion letztendlich anschaut, der Anleger, da kann man nur sagen, das war der zweitgrößte Gewinn in der Geschichte von IBM überhaupt. Aber man sollte das Ganze auch vor dem Hintergrund sehen, die Aktie von IBM, sie hat trotz dieses fulminanten Kursfeuerwerks gestern immer noch ein Jahresminus vorzuweisen. Und das bei einem S&P und einem Dow Jones, wo wir je nachdem, welchen Index das man als Grundlage nimmt, zwischen 17% und 20% vorne liegen. Insofern gesehen ist IBM immer noch ein Underperformer, aber wie du schon gesagt hast, es ist prächtig, es wird prächtig Geld verdient, die Aktie ist nicht teuer und vor allem, was die Analysten in diesem Fall wirklich begeistert, das Thema Cloud-Geschäft, Internetsicherheit. In diesem Bereich ist IBM wirklich inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt und ich bin mir sicher, in den nächsten Quartalen wird das mit diesem Thema Umsatzrückgang dann auch vergessen sein und da scheinen die Anleger jetzt hier schon vorweggenommen zu haben. Schauen wir weiter, schauen wir auf eBay. eBay kann einen Gewinnsprung verzeichnen und trotzdem steht die Aktie unter Druck. Die Aktie steht unter Druck, aber auch hier sollte man eines bedenken, das ist wiederum eine Aktie, die hat dieses Jahr schon fulminant letztendlich zugelegt. Er hat den Markt sozusagen outperformed und was eBay jetzt natürlich gesagt hat, man konnte es fast erwarten, das Weihnachtsquartal, mit dem man natürlich immer rechnet, mit besonders hohen Umsätzen, mit besonders hohen Gewinnsteigerungen, genau in dieses Weihnachtsgeschäft hinein will eBay eine riesige Werbekampagne letztendlich platzieren. Das kostet natürlich enorm viel Geld, aber auf der anderen Seite, es ist wichtig, um gegen eine Amazon, um gegen die großen Kaufhäuser wie Walmart, die natürlich auch ins Internet dringen, bestehen zu können. Und wie gesagt, das kostet Geld und dieses Geld geht natürlich zu Lasten des Ertrags. Aber ich bin mir sicher, den Brand wird es natürlich stärken. Und du hast es gesagt, die Zahlen des dritten Quartals, sie können sich sehen lassen, sie waren gut, aber nichtsdestotrotz, sell on good news. Schauen wir noch schlussendlich auf den Gesamtmarkt. 23.000 Punkte beim Dow Jones, das erste Mal in seiner Geschichte. Wo soll das Ganze überhaupt noch hinführen? Ja, die 23.000 Punkte, wir haben sie gestern genommen, aber man muss es sehen, der Gewinn gestern, vor allem im Dow Jones, er trägt einen Namen, wir haben darüber gesprochen, Big Blue, er war für gute 100 Punkte letztendlich zuständig. Der Rest des Marktes, wiederum ganz, ganz leicht besser, es bleibt dabei. Die Börse an sich, sie ist weiterhin im Aufwärtstrend und wir haben die Zahlen letztendlich gesehen, die von den Unternehmen kommen. Sie sind alle ziemlich gut, sie schlagen die Erwartungen, die Outlooks sind auch nicht schlecht. Insofern ist dieses Kursniveau, das wir hier sehen, auch durch die Zahlen im Moment untermauert und es mangelt weiterhin an Anlagealternativen und das ist das Thema. Insofern schaukeln wir uns leicht nach oben. Man sollte letztendlich natürlich nicht zu fahrlässig werden. Vor Rückschlägen ist man nie gefeit. Die Stimmung, sie ist einfach gut, sie ist fast schon zu gut, aber nichtsdestotrotz, die Begründung wird momentan mit diesen Quartalszahlen, die wir hier sehen, nachgeliefert. Der Blick auf die Auslandsmärkte, wie immer mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.